kann einfach reinspringen. Und dann schwimme ich in der Leere. Und da kann man sich durch diese Ringe durchbewegen. Hey, na, willkommen zurück zu einem weiteren Update-Video. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich in einem Cauldron drinne. Und das hat tatsächlich einige Folgen, die ich euch mal ganz kurz erklären muss. Zum einen kann ich deswegen nicht mehr abbauen. Alles hier ist in Game Mode Adventure. Das heißt, diese komplette Dimension kann nicht abgebaut werden oder bearbeitet werden. Ich kann nicht mit meinem Rod hergehen und Blöcke bewegen. Oh nein, ich kann nicht mit meiner Axt Blöcke abbauen. Die weigert sich. Und ich kann auch nicht mit meinem Dagger die tollen Gräser hier abbauen. Das heißt, das funktioniert alles nicht mehr, weil ich im Game Mode Adventure bin. Und ich habe quasi keine Möglichkeit, die Welt zu manipulieren. Was darf ich denn sonst hier machen? Zum Beispiel die schöne Aussicht genießen. Und vielleicht auch mal ein bisschen schwimmen gehen in dieser absoluten unendlichen Leere. Denn das geht tatsächlich, also ist kein Joke. Ich kann einfach reinspringen. Und dann schwimme ich in der Leere. Und indem man ein Item dabei hat und die Q-Taste drückt, kann man sich nach vorne bewegen. Wenn man kein Item hat, kriegt man eins, keine Sorge. Aber genau, man kann sich jetzt quasi in der Schwere bewegen. Ich kann auch einfach mich nach oben gucken und quasi ein Item werfen. Dann lande ich hier auch. Und natürlich habe ich, ein neues Item hinzugefügt, das hier auch genutzt werden kann. Und zwar ist es der Void Drill. Das ist ein riesiger Bohrer, der durchs Void uns bohren lässt. Das heißt, wenn wir den benutzen, den können wir aktivieren und uns dann in Blickrichtung einfach langschleudern. Geil! Whee! Ja, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie ist das schon ziemlich cool. Das benutzt übrigens auch alles Gravity und da unten seht ihr auch, dass ich die Gravity-Leiste geupdatet habe. Das heißt, man sieht jetzt ein bisschen genauer, wie viel man übrig hat und wie viel man haben könnte maximal, je nachdem, wie viele Slots man insgesamt hat. Aber da hört es ja nicht auf, weil irgendwie fand ich das so cool mit diesem Movement. Also es macht wirklich so Bock, hier reinzuspringen und dann hier so rumzudashen und dann wieder auf den Boden zu kommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich brauche irgendwie so einen Speedrun-Game-Modus. Deswegen habe ich jetzt eine Technik eingebaut, mit der man so Ringe machen kann. Und da kann man sich durch diese Ringe durchbewegen und versuchen, so schnell es geht, quasi unten anzukommen. Man darf übrigens auch nicht out of Mana kommen, weil sonst hat man das Problem, dass man halt negative Schwerkraft hat. Und die lädt sich erst wieder auf, wenn man auf dem Boden ist. Und die Tore zählen übrigens auch nur dann, wenn man durchfliegt. Und auch nur für denjenigen, der da oben die Druckplatte gedrückt hat. Das heißt, immer nur einer gleichzeitig darf sich dieser Challenge annehmen und darf dann versuchen, so schnell es geht, alle Portale zu markieren. In der jeweiligen Reihenfolge. Das geht übrigens auch nur, Moment. Ihr seht auch, dass die kleiner sind da hinten eventuell. Steht mal. Na, ihr seht, der aktuelle wird dann automatisch immer groß. Und wenn ich versuche, durch den durchzugehen, passiert gar nichts. Ich muss erst den zweiten und dann den dritten haben. Und die kriegen auch ihre ganzen Namen dynamisch. Ist ziemlich cool. Hm, was passiert eigentlich, wenn ich zur Decke fliege? Gut, dass du fragst. Ha. Wenn ich dazu mal ein Tutorial machen soll, sag mal Bescheid. Das war ja das Showcase-Video. Krass. Das ist jetzt nicht so technisch. Aber wenn ihr genauere Infos braucht, sagt gerne mal Bescheid. Ich arbeite momentan auch an Grundlagen-Tutorials, aber die brauchen so viel Zeit und ich habe ja eh schon so viel zu tun mit diesem riesigen Datapack. Und momentan priorisiere ich das Datapack, weil es einfach so ultra geil ist und ich will, dass es fertig ist. Bevor es nicht fertig wird. Versteht das bitte. Okay, cool, danke. Tschüss, süß und grüß mit Füß. Lasst ein Abo da. Ich mein's ernst.